Der Silberpreis hat sich auf Sicht von 3 Monaten leicht besser geschlagen als der Goldpreis. Über die Gründe und die weitere Entwicklung spreche ich jetzt mit Professor Hans-Jürgen Bocker. Herr Professor Bocker, der Silberpreis hat seit Anfang des Jahres rund 30% zugelegt. Wie ist denn die jüngste Stärke zu erklären? Na, Stärke ist das eigentlich nicht, sondern das ist eine Volatilitätsbewegung. Silber ist ja im Gegensatz zu Gold extrem volatil. Das ist also so, wenn Sie einen chronischen Säufer fragen und der jeden Tag 2 Flaschen Whisky trinkt und sagt, also gestern Abend hast du nur ein Dreiviertel Flasche getrunken, wie ist denn dieser Fortschritt zu erklären oder so? Das spielt letzten Endes gar keine Rolle. Der Silbermarkt ist extrem eng. Weltweit werden am Tag im physischen Silber ungefähr 1,5 Millionen Unzen umgesetzt am Tag. Dagegen der Papiersilbermarkt wird in der gleichen Zeit ungefähr 1.100 Millionen Unzen, also über 1 Milliarde am Tag umgesetzt. Der ist etwa 2.200 Mal so groß. Das heißt, die kleinsten Bewegungen in diesem Papiermarkt führen zu gewaltigen Wirkungen im physischen Markt. Und die Manipulation dort ist natürlich gewaltig, das wird vielfach abgestritten, aber sie existiert natürlich. Und Silbermarkt ist kein freier Markt, sondern wird massiv manipuliert und dort wird massiv spekuliert. Und das Wort Stärke ist außerdem sehr, sehr relativ. Vor 10 oder knapp 11 Jahren kostete eine Unze Silber vielleicht 4,30 $. Und das ist damals auf $5 gestiegen. Und wenn Sie mich zu dieser Zeit damals, vor 10, 11 Jahren, wenn Sie mir die gleiche Frage gestellt hätten, sagen, wie ist denn diese ungeheure Stärke zu erklären von 4,30 auf 5? Das ist letzten Endes uninteressant. Kein Schwein interessiert sich mehr dafür. Wir waren jetzt sind wir bei etwa 35 herum, das heißt Dollar pro Unze. Und wir waren schon bei 49. Und das sind alles winzige Schrittchen auf einem sehr, sehr langen Weg. Ich rechne mit 500 bis 1.000 oder noch mehr Dollar oder Euro pro Unze. Das heißt, was zwischendurch passiert, ob man jetzt, wenn einer einsteigt, das bei $38 kauft oder bei 29 oder bei 52, ist auf dem Marsch zu 1.000 völlig uninteressant. Herr Professor Bocker, Sie haben Kursziele von 500 bis $1.000 je Feinunze genannt. Was macht Sie denn hier so sicher, dass der Kurs wirklich dahin steigen wird? Ach so, ja, gut. Eine ganze Menge von einfachen Naturgesetzen. Das erste ist mal, es gibt Studien, mehrere, ich glaube 3 habe ich gesehen, die von bekannten weltweiten Institutionen, also nicht von irgendwelchen Quatschzeugs, sondern die also ernst zu nehmen sind, zum Beispiel die amerikanische Geologische Society und so weiter. Und die haben festgelegt, wie lange die Lebensdauer der verschiedenen Metalle auf diesem Planeten noch so geht. Das kürzeste, soweit ich weiß, ist Rhenium. In 6 Jahren ist Rhenium fertig. Hat der Planet kein Rhenium mehr oder so gut wie keins mehr. Erstaunlicherweise kommt schon kurz danach Silber. Die letzte Studie sprach von 9 Jahren und es gibt eine andere, die hat vorher von 14 Jahren gesprochen. Manche schwören sogar, es dauerte noch 15 Jahre. Also gehen wir mal von 12 Jahren aus, was im Laufe eines menschlichen Lebens keine zu lange Zeitspanne ist. Und dann wäre der Planet seiner Silbervorräte im Wesentlichen beraubt, alles wäre ausgeplündert. Also mit anderen Worten, Ende aus, Mickey Maus. Und aus dem Grund ist mir das völlig egal, ob es jetzt eine Krise gibt oder nicht. Und Griechenland und dieses ganze Gequieks in diesen Massenmedien, das ist völlig uninteressant. In etwa 12 Jahren gibt es kein Silber mehr. So sagen diese Studien. Ich sehe einen Arm, der zeigt nach oben, das ist Gold und Silber. Das ist die Tendenz von Gold und Silber. Und ein Arm, der zeigt nach unten, steil nach unten. Das ist der Euro. Und wenn jemand dann fragt, wo soll ich denn investieren? Auf ein Euro-Konto oder auf ein Gold- und Silber-Konto oder, sagen wir mal, auf ein Sparplan mit Edelmetallen, dann beantwortet sich diese Frage von selbst. Wenn einer noch, gerade noch, sagen wir wenigstens das erste Jahr Volksschule bestanden hat, vielleicht, braucht er auch nicht unbedingt. Dann wird er begreiflich investieren in etwas, was nach oben zeigt, steil, und nicht in etwas, was steil nach unten zeigt, wo ich garantiert weiter verliere. Das beantwortet diese Frage. Heißt das, wir sehen jetzt schon beim Goldpreis bald neue Höchstkurse? Naja, der Höchstkurs würde ich sagen, beim Goldpreis
alles zwischen 50.000 und 200.000 Dollar pro Unze, falls es den Dollar noch gibt. Da bin ich mir gar nicht sicher, wie gesagt, weil alle Papierwährungen verschwinden, ja. Also so gesehen interessiert mich das auch gar nicht, ob der Höchstpreis bedeutet, ist es jetzt 1.600, 1.700 oder 2.000 oder 3.000. In Anbetracht der 50 bis 150 oder 200.000, die irgendwann kommen werden in der Panikphase und auch die noch sehr viel höher gehen werden, wenn die Goldvorräte dieses Planeten in 24 Jahren am Ende sind, wo es nichts mehr gibt. Ich weiß nicht, was dann eine Unze kostet. Keine Ahnung, vielleicht einige Millionen oder was. Das werden wir alle sehen. Also das Höchstpreise gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt auch hier nur Stufen auf einer endlosen Leiter. Mal ein bisschen zurück, mal ein bisschen vor. Und das berühmte Gerede von der Goldblase, typisch für die Goldfeinde und die heutige Elite, die Machtelite, die das Papiergeldsystem um jeden Preis halten müssen, weil es ihr Lebensblut ist und ihr Todfeind ist Gold und im geringeren Maße Silber, die sprechen ja ständig von einer Goldblase. Also eine Blase ist etwas, was absurde Höhen erreicht und irgendwann platzt. Das würden wir dann kriegen, wenn die alten Höchststände erst einmal erreicht werden und dann, wie sie das in solchen Krisen immer tun, um das 25- bis 35-fache noch einmal expandieren. Das hatten wir alles schon mehrere Male in den letzten Jahrhunderten. Vor allem 1980 herum, dann ging es ja von 30 Dollar auf 852 Dollar. Das ist ungefähr so das 27-fache oder sowas. Und dasselbe erwarte ich nun wieder, denn die wirtschaftlichen Gesetze lassen sich nicht durch irgendwelches politische Phrasen beeindrucken. Das bedeutet also, 1980 im Januar kostete eine Unze Gold, bleiben wir beim Gold, 852 Dollar. In heutiger Kaufkraft umgerechnet, also im Inflationsbezug, kämen wir, wenn man die amtliche gelogene Inflation nimmt, auf etwa 2.500 Dollar. Und wenn man die reale, wirkliche nimmt, die echte, wie sie bei Shadow Stats ausgerechnet wird und dort nachzulesen ist, dann kämen wir bei ungefähr 7.500 Dollar. Das heißt, ich muss heute im Durchschnitt 7.500 Dollar hinlegen für einen Warenkorb oder für eine Gruppe von Produkten oder Lebenshaltung, für die ich im Januar 1980 nur 852 Dollar hinlegen musste. Denn entscheidend ist nicht eine Zahl, sondern entscheidend ist die Frage, was kriege ich dafür? Der Platinpreis jetzt, der notiert unter dem Goldpreis im Moment, obwohl Platin ja eigentlich als wertvoller gilt. Muss man sich hier nicht Sorgen machen? Platin ist eigentlich, Platin hat niemals Geldfunktion gehabt, wie Gold und Silber über Jahrtausende hinweg hatten. Daher sitzt das im Bewusstsein der Menschheit kaum verankert. Das sind ein paar Spezialisten, die Platin aus irgendeinem Grund lieben. Ich finde das Zeug gar nicht mal besonders schön im Ansehen. Es sieht so mehr, es hat nicht den Glanz von Silber und schon gar nicht den von Gold. Aber es gibt Leute, die machen sich dicke Ringe und irgendwelche Gehänge um die Hälse herum, hängen sich ein paar Kilo Platin an sich, was dann kein Schwein erkennt. Die sagen, warum trägst du denn diesen Edelstahl da um dich herum? Aber Platin hat vor allem eben die Katalysatorfunktion und in der Industrie wird es gebraucht, immer wieder, vor allem als Katalysator und auch bei den Autos, in den Auspüffen drin. Es ist inzwischen teilweise durch Palladium etwas ersetzt worden und die Autoindustrie ist ja nicht gerade mehr so eine Expansionsindustrie, mit Ausnahme von China und Indien, das ist wahr. Und das ist wohl der Grund, weswegen die Preise nicht besonders stark mehr angezogen haben. Platin ist ja gefallen, das war bei 1.700 und war dann kurz drauf bei 700, ich schätze vor 2 Jahren oder wann das war. Das sind wilde Schwankungen und auch da kann man beim Tiefpreis ruhig einsteigen. Aber wenn man mit irgendeinem Stück Platin in der Krise zu einem Bauern kommt, der weiß nicht, was das ist. Der wird es vielleicht benutzen, um irgendeinem Tier irgendwie eine alte Beule aufzuschneiden oder irgendwie ins Futter zu streuen oder sonst was. Aber in der Krise muss man etwas haben, was jeder kennt. Und das sind nach wie vor seit Jahrtausenden Gold und Silber. Herr Professor Bocker, vielen Dank für das Interview. Ja, bitteschön.